Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder ein Quest 2 Game und zwar ein App Lab Game namens In The Hoop. Und In The Hoop ist ein Game, ja ein Basketball Game, aber nicht so wie wir es kennen, sondern ja diese Spielautomaten von den Freizeitpark, Kirmes und so weiter, wo man vor sich halt eine kleine Spielfläche hat, oben hängt irgendwo vor uns der Korb. Und ja, dann kommen immer die Bälle wieder angerollt und ja, wir können die dann werfen und ja, hoffentlich dann auch treffen. Das Besondere an In The Hoop ist, dass es Handtracking unterstützt mit der Quest 2. Das heißt, wir können wirklich mit unseren Händen Basketball spielen. Ich habe es schon öfters erwähnt, ich bin kein großer Fan von dem Handtracking der Quest 2. Es ist fehlerbehaftet. Es funktioniert teilweise ganz gut, teilweise dann aber im Spiel halt nicht. Also wenn ich die Hände vor mir habe und die wirklich bewege und das fühlt sich so gut an und sieht auch echt toll aus, alles ist fast synchron und keine große Latenz drin. Aber im Spiel, wenn ich irgendwelche Bewegungen mache, wie beim Basketball, ich spiele immer so, dass ich mir den Ball halt hier nehme und den dann halt so werfe und ich verdecke hiermit dann diese Hand hier vom Tracking und die fliegt dann teilweise weg. Dann fällt mir der Ball hin und so weiter und so fort. Und ich hatte teilweise mehr Probleme, den Ball halt vernünftig festzuhalten als alles andere. Wenn man es einmal raus hatte, konnte man auch relativ gut treffen. Also es ging, also ja, ich sag mal so 30% habe ich vielleicht reingemacht. Also ich habe aber auch, also es ist mein erstes Gameplay. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gespielt und dafür war es eigentlich ganz okay. Aber ja, das Tracking muss noch ein bisschen verbessert werden, um solche Spiele wirklich genießen zu können. Und so ist es ganz gut umgesetzt, finde ich. Aber ich finde, da muss noch einiges passieren, damit es gut funktioniert und ohne, dass man sich aufregen muss. Und es hat aber auch die Unterstützung, dass man mit den Controllern spielen kann. Da ist es ein bisschen einfacher, weil ja das Tracking halt nicht so wirklich schnell wegfliegt und so weiter und wir den Ball dann besser festhalten können. Der Nachteil ist, man hat kein richtiges Finger-Tracking, also man hat nur so zwei Hände, die sich auch gar nicht großartig bewegen, die federn ein bisschen nach, aber ansonsten kann man auch mit der Greiftaste nicht den Ball irgendwie greifen oder so, das könnte er knicken. Man muss wirklich das mit diesem Druck machen, als ob man wirklich einen Ball in der Hand hat und dann kann man den auch werfen. Ist ein bisschen einfacher. Hat mir aber weniger Spaß gemacht, also mit dem Handtracking hatte ich schon mehr Spaß bei der ganzen Sache, aber seht ihr eigentlich gleich, wo ich mir jetzt Gedanken mache, das Spiel kostet 14,99 im App Lab Store und ist es das jetzt wert oder nicht, das muss man jetzt für sich entscheiden. Aktuell, der Stand jetzt mit dem Handtracking und so weiter, bin ich jetzt kein Fan davon zu sagen, okay, 14,99 ist das definitiv wert. Es ist nett umgesetzt und hat mir auch in der Zeit Spaß gemacht, auch wenn ich ab und zu mal geflucht habe. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Es fehlte jetzt noch ein Party-Modus, der soll wohl noch nachgereicht werden. Und ja, so ein Multiplayer-Modus wäre natürlich noch nice, weiß ich nicht, ob der noch nachgereicht wird. Lass uns mal ganz kurz auf den Store gehen. Und hier sehen wir uns. Hier sind wir auf dem Oculus Store. Und ganz kurz das hier weg. Und hier sehen wir, es hat ganz gute Bewertungen, also 9 Stück. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ist die Version 1.0.1. Und die meisten Leute bewerten es gut. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es richtig schlecht ist. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja, Simon Plays. Den kenne ich doch vom Livestream und so weiter. Ne? Da ist er schon mal dabei. Und ihm hat es auch gefallen. Was schreibt er denn? Mit Handtracking ist das Werfen nicht kontrollierbar, da der Ball an den Händen klebt. Ja, wie gesagt, das finde ich auch, erwähne ich auch im Gameplay, dass, wenn man dann irgendwie den Punkt hat, wo man loswerfen will, ist manchmal schwer abzupassen, ja, werfe ich den jetzt oder nicht? Registriert das Spiel das gerade, dass ich den werfen will? Und manchmal kommen dann ganz komische Sachen, dass man zu weit wirft oder dass man den direkt vor sich irgendwie fallen lässt. Also ganz komische Sachen kommen dazu zutage. Aber ja, es macht, also mir hat es mehr Spaß gemacht als die Controllersteuerung. Controllersteuerung funktioniert halt besser, so wie er es auch gerade schreibt. Ist halt einfacher zu werfen damit.
Ich bin gespannt, wie sich das Game entwickelt. Ich hätte gesagt, 9,99 € würde jetzt reichen für das Game, würde ich jetzt ansetzen. Ich finde 14,99 € persönlich zu viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare setzen. Und ja, das hier als AppLab-Version in the Hoop. Und dann soll das im Sommer 2021, also dieses Jahr, noch auf Steam VR erscheinen. Und ja, da bin ich natürlich gespannt, wie da das mit dem Tracking und so weiter klappen wird. Oder mit dem Werfen soll man natürlich kein Handtracking nutzen, ne? Ist ja klar, wir haben dann keine VR-Brille am PC, die Handtracking unterstützt. Aber ja, es macht natürlich auch so Spaß und bin auch gespannt, wie teuer das auf Steam VR wird. Meistens ist es ja billiger als bei Oculus und ja, da warten wir einfach mal ab. Und hier steht es halt, ist halt so 80er-Jahres-Style, aber ich kenne diese Automaten immer noch, also ich habe die... Irgendwo habe ich die letzten noch im Freizeitpark gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es war, ob es Rust war oder Phantasialand oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, dann haben die noch eine Homepage, die wollte ich euch noch vorstellen. Inthehoop.com. Und ja, da könnt ihr Trailer angucken, Steam Wishlist und Buy on Oculus Store. Ein paar Trailer sind noch am Start. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Und ja, Leute, das war so meine Einschätzung vom Spiel. Es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht so, dass ich sage, wow, hat mich richtig umgehauen. Muss ich persönlich sagen, wird jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, boah, wow, das kann ich jetzt jeden Tag spielen oder ja, so ein Wiederspielwert wie Thrill of the Fight, das ich immer mal wieder anwerfen kann, weiß ich nicht, wie da der Wiederspielewert ist. Also muss man abwarten. Wenn es noch ein guten, geilen Party-Modus bekommt, wo ich sage, okay, geil, kann man mit Freunden spielen, man nimmt die Quest ins Wohnzimmer und dann kann man ein paar geile Party-Games machen. Vielleicht ist das wirklich der Kern der Sache. So weiß ich noch nicht. Ich habe es jetzt auch wirklich nur in einer Stunde so mal getestet, mit Handtracking, mit Controllern und ja, ich weiß nicht, was da noch an Gameplay kommt, was für Strecken es noch gibt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich da schon am Ende war, aber ich glaube jetzt nicht, dass noch groß was erscheint da. Ja, das mal dazu. Seht's erstmal als First Impression und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei In the Hoop und In the Hoop ist ein Basketball-Game, was wir mit dem Handtracking spielen können und ja, wie wir sehen, also ist ganz okay, das, was wir hier so erleben. Und wie getrackt wird natürlich. Außer wenn man wirklich zusammenklatscht, dann sieht es ein bisschen blöd aus. Hände sehen ein bisschen aus wie so ein bisschen Cookie-mäßig, aber eigentlich ganz cool gemacht. Wir starten jetzt einfach mal und wir haben diesen alten Spielecomputer. Und jetzt drücken wir mal hier Start. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben jetzt hier einmal einen Trainingsmodus. Wir können hier umschalten, ob wir mit Controller spielen wollen oder mit den Händen. Wir machen mit den Händen. Controller habe ich jetzt eben mal probiert. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Eigentlich ist es ganz cool. Mal was komplett anderes. Und ja, ich zeige euch mal, was es hier alles so gibt. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz mit dem ersten an, was wir so sehen. Und ja, hier wird uns gezeigt, wie man am besten ja, mit dem Handtracking umgeht, wie das Ganze funktioniert und ja, legen wir mal los. Und wie wir sehen, also wir können echt sehr gut greifen, können diesen Würfel hier ne, umdrehen, wie wir wollen, können ihn auch wegschlagen. So, ja, los geht's. Und es ist echt teilweise echt komisch, wenn man den Ball so greifen will und man kriegt den nicht so richtig. Und man kann ja auch richtig schön so abrollen. Mit den Händen hier so, mit den Fingern. Ja, das ist halt komplett was anderes, als wenn man normal Basketball spielt, ne? Aber es ist irgendwie witzig, das auch mit dem Handtracking zu machen. Deshalb bin ich auch so schlecht, wie ihr seht. Ach, na kommst du.
Also ich habe mir die Physik schlimmer vorgestellt, aber eigentlich klappt es ganz gut. Ist natürlich noch Luft nach oben, muss man sagen. Aber ist natürlich auch nicht so leicht fürs Spiel, das alles vernünftig zu managen hier. Handtricking und ja, die Wurftechnik, die daraus resultiert, muss natürlich auch berechnet werden. Manchmal gleitet der einen aus den Fingern. Ja, genau das meine ich. Come on. Na. So nah und doch so fern. Popcorn. Gut, dass ein Trainingsspiel ist hier. Aber wer kennt diese Automaten nicht aus irgendwelchen Freizeitparks, Kirmes und was es so alles gibt. Und jetzt haben wir das natürlich auch in VR. Okay. Ich bin im Basketball eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe früher in meiner Kindheit viel gespielt. Aber hier ist es nicht so einfach. Okay. So will ich ihn eigentlich immer werfen, so. Aber jetzt kriege ich ihn gar nicht mehr hoch genug. Das meine ich, dann flutscht er einen so wirklich weg. Ja, man darf ja echt nicht zu hektisch sein. So, ein bisschen warm werfen hier noch. Das wird dir noch erlaubt sein. Boah, ich krieg ja gar nichts hin. Komm, wir machen einfach mal so. Hey! Das ist echt schwer zu sagen, wann wirft ihr den richtig oder wann lässt ihr den richtig los? Weil man halt wirklich nichts in der Hand hat, ne? Gibt's doch gar nicht. Guck mal, aber wie schön ich den echt mit einem Finger auch. Also so funktioniert es eigentlich ganz gut, aber im Spiel, ich weiß nicht. Mann! Super! Also wenn ich ihn einfach so lasse und dann so wegschmeiße, fühlt sich für mich einfach nicht wirklich so real an. Muss ich sagen. Ich werfe den lieber wirklich so, wie ich den normalerweise auch in real werfen würde, aber es klappt halt nicht so gut. Auf jeden Fall auf der Entfernung jetzt nicht. Okay, jetzt war es schon besser. Wo? Okay, jetzt hätte ich ihn nochmal reinschmeißen können. Dann hätte ich wahrscheinlich so einen Doppel- oder einen Dreierpunkt gekriegt. Okay, jetzt bin ich wieder nervös, du. Das ist ja wie so ein rohes Ei. Der will nicht.
Hätte ich fast direkt genommen. Good job. Da, so will ich die eigentlich alle werfen. Dann natürlich auch treffen. Wär nice. Ist halt wirklich noch mit Problemen behaftet, das Handtracking und auch, ja, ihr seht ja, der springt weg, was ein normaler Ball so gar nicht machen würde, ne? Guck mal. Ich komm jetzt aber. Good God. Ach komm schon! So, wir haben Quickplay Training, Credits, Party Mode. Also, Party Mode muss natürlich hier rein, ne? Also, ist unabdingbar, sag ich mal. So, jetzt gehe ich aber nochmal hier in Training rein. So, starten wir nochmal neu. So, die Runde. Nicht. So. So, jetzt konzentrieren wir uns. Jawoll. Okay. Komm. Rohes Ei. Okay, weiter. Also die manchmal einfach nur festzuhalten, ist schon fast unmöglich. Good job. Yes. Win. Ja, win. Also in Wirklichkeit war ich besser. Definitiv. Wow, komm. Oh. Popcorn. Komm, dreimal hintereinander müssen wir doch mal schaffen. Perfect. So, jetzt komm. Dreimal hintereinander will mir nicht gelingen. Also ich glaube, im Party-Modus oder Online-Modus kann es ganz witzig sein. Ne, will alles nicht, Mann. Komm. Komm. Ne, also wenn man den einmal irgendwie verloren hat, dann... Da. Der will ja nicht mehr halten. Komplett! Ein Stern immerhin, ne? So. Coin OPH. Was auch immer die jetzt wollen von mir. Oh, der ist noch weiter weg. Vielleicht ist es ja sogar besser für mich. Nein. Auf keinen Fall. Das ist aber auch schwer. Oh, der war knapp. Okay, komm. Nein. Guck, das meine ich. Der rutscht dann so weg. Da hat man auch keine Chance, mit den irgendwie zu halten. Und wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, dann geht's eigentlich. Außer, ja, das meine ich. Ja. Okay.
Oh Gott. Also gerade noch meine größte Schwierigkeit hier, den Ball irgendwie vernünftig festzuhalten. Also ich weiß nicht, ob euch das genauso geht oder gehen wird, wenn ihr das mal testet. Wenn man den einmal so unter Kontrolle hat und den dann auch wirklich ja, vernünftig steuern kann und werfen kann, dann geht's eigentlich. Aber das, guck mal, ich habe die Hand hier ganz gerade gehalten und auch vor mir. Und irgendwie wird da was verdeckt durch die Kameras und dann tickt der schon aus. Und das macht das Ganze natürlich dann nicht einfacher. Komm, ich hab dich lieb, komm. Ja, aber jetzt, komm. Ja! Ich glaube, manchmal verdeckt man dann irgendwie was. Und dann hat das Tracking Probleme. Ich versuche jetzt mal so zu werfen. Nicht mehr so wie normal. Das klappt dann auch bei mir nicht. So kann ich echt besser werfen. So. Dass man den dann so ein bisschen hier mit der rechten Hand abrollen lässt. Über die Finger und dann den so ein bisschen andreht, aber schwer. Also es kann mein Unvermögen sein, aber das ist das Tracking schuld hier. Egal ob Basketball oder Handball, ich war in beiden eigentlich ganz gut. Habe mit Bällen werfen nie Probleme gehabt. Im Fußball war ich schlechter. Dafür kann ich aber auch mit Sportarten, mit Schlägern nichts anfangen. Tennis, Tischtennis, da bin ich einfach schlecht. Aber in sowas bin ich eigentlich ganz gut, aber hier will mir das nicht gelingen. So, nachdem, wenn ich das hier geschafft habe, schalt mal um auf Controller und gucken wir uns das mal an. Also, ihr seht, es gibt echt leichte Tracking-Probleme. Wenn ich mir den jetzt so nehme, kein Problem, ne? Den kann ich auch so drehen. Aber wenn ich den mir dann vorhalten will und ja, ihr seht dann, wenn ich irgendwie wirklich lenken will, den werfen möchte, dann tickt schon mal die Hand aus. Ne? Habt ihr gesehen? Immer wenn ich die so habe und ich muss den ja irgendwie so festhalten, den Ball, da der mir nicht runterkullert. Und dann will ich aber mit der auch noch was machen. Ja, da ist das Tracking einfach ja, nicht gut genug. Fehlerbehaftet, klar, ich verdecke ja auch einen Bereich damit, aber so kann ich am besten werfen, so also irgendwie werfe ich so ungern beim Basketball, so und jetzt sind wir mit dem Training hier mit den normalen Controllern und ja, wie ihr seht, der hält jetzt die Hand die ganze Zeit nur so, wir können auch nicht greifen, das heißt, wir müssen die uns einfach immer packen. Natürlich haben wir so ein bisschen genaueres Tracking, was das angeht, aber wir haben halt kein Finger-Tracking mehr. Ne? You win. Win. Aber wenn ich den jetzt auch so werfen will, wie ich eigentlich werfe, ist es ein bisschen... Perfect. Ja, geht auch. Müssen wir natürlich gleich mal probieren, wenn er ein bisschen weiter weg ist. So, jetzt probieren wir es einfach mal. Ah, guck mal. Es geht natürlich. Positive ist, der flutscht nicht die ganze Zeit weg. Die Hand gleitet jetzt nicht mehr so, ne? Oder die rutscht nicht mehr weg. Aber fühlt sich mit den Controllern auch irgendwie nicht so toll an, muss ich sagen. Natürlich hat man hier wahrscheinlich die Möglichkeit, viel mehr Punkte zu machen. Aber ich glaube, mit dem Handtracking macht es dann doch ein bisschen mehr Spaß. Na, komm. You win. Yeah.
Oh, so viele Punkte habe ich noch nie hintereinander gemacht. Ja, Leute, wie man sieht, es funktioniert hier auch echt gut. Ja, Leute, das war In the Hoop und ja, ihr habt jetzt das Handtracking gesehen. Ihr habt ja, ein bisschen was gesehen mit den Touch-Controllern, wie man damit werfen kann. Und beides funktioniert. Das eine ist ein bisschen leichter, das andere ist ein bisschen schwieriger. Kann natürlich auch noch verbessert werden, das Handtracking. Aber Handtracking ist halt immer so eine Sache. Also man kann sagen, es funktioniert schon, dass man auch ein bisschen Spaß haben kann, aber ab und zu nervt es halt tierisch, wenn der Ball immer wegspringt und so weiter. Das habe ich jetzt hier mit den Controllern nicht so heftig gehabt. Natürlich verspringt er mal, aber ja, eher weniger. Schlechter ist es mit den Controllern, dass man nicht mehr so wirklich das Feeling hat. Wie gesagt, ich kann halt mit dem Handtracking wirklich ja, den so über den Finger rollen lassen, den Ball, dass man das Gefühl hat, okay, man gibt ihn so ein bisschen Drall. Es funktioniert auch ab und zu ganz gut, ab und zu halt gar nicht, aber ja, das macht das ein bisschen realistischer, auch wenn es echt schwierig ist, das realistisch zu gestalten, weil man hat ja überhaupt keinen Ball in der Hand. Aber witziges Game, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 14,99 wert ist, also da muss man noch abwarten, aber ansonsten nett gemacht. Ich bin gespannt, was hier noch alles kommt, ne? Hier soll ja noch einiges auftauchen. Ich würde gerne eure Meinung wissen. Wie findet ihr das Game? Habt ihr das schon selbst gespielt? Wenn ja, natürlich gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Und natürlich auch, wie findet ihr das Game jetzt anhand des Videos? Und das auch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.